So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FeeCBs Infinity Ward Skyblock Expert Mode. In der letzten Folge haben wir The Ultimative Molecular Transformer gebastelt, der unser gesamtes System leer lutschen. Übrigens habe ich jetzt eine Doppelkiste gemacht, da es Weihnachten ist. Also für euch nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber da heute Weihnachten ist, ich nehme ein bisschen sehr viel vor auf. Ist jetzt eine Weihnachtskiste. Ja, ich habe hier noch ein Reactor Chamber eingegeben. Aber was wir heute machen wollen, wir wollen uns mal dieser Projektkiste hier hinten zuwenden. Hier sind nämlich auch noch ein paar Sachen drin. Erstmal die beiden Sachen, die kommen später. Und das hier alles. Was ist aber das hier alles? Der war das und das. Das ist sehr viel Eisen, ich weiß. Ich glaube nicht, dass ich das Rezept noch im Kopf habe. Eins. Zwei, drei. Kinetic Wind Generator, auch sehr schön. Ich hab keinen Plan. Wie hieß denn der nochmal? Wir wollen den Turning Table bauen. Hat ganz schön lange gedauert. Fast. Na toll. Fast. Nein, das war Eisen. Nein. Das waren Platten. Hallo. So. Turning Table. Ach du Scheiße. Was? K.U.? Was ist ein K.U.? Ich hab keinen Plan. Ich bin neu hier. So, ich wollte gerade sagen, das hier. Gerade mal ganz kurz das hier. Oh, da war noch was drin. Oh, 10 Item Casings. Von was nochmal? Ich hab keinen Plan. Vergessen. Geil. So, dann, wo stellen wir den mal hin? Den stellen wir vielleicht mal. Wir nehmen ja ganz kurz den hier. Und stellen ihn mal um. Hier mit unserem geilen Super Wrench. So. Den Blast Furnace, den wollte ich eigentlich auch mal. Alter, warum geht denn das gerade so ultra? Yo. So, Turning Table. Ich meine, der braucht keinen. Genau, der braucht keinen Strom. Das einzige, was der braucht, ist etwas. Und dieses Etwas will ich heute craften. Ich mache mir direkt mal zwei davon. Iron Turning Blank. Die werden wir brauchen für was war es denn nochmal? Die Thermal Centrifuge. Thermal Centrifuge. Oder Fuge oder so ähnlich. Dafür brauchen wir den Mining Laser. Und dafür brauchen wir einen Turning Blank. Jetzt müssen wir genau aufpassen. Ach ja, stimmt. Das Lathing Tool brauche ich noch. Refined Iron Plates, Iron Item Casing. Ach du Scheiße. Ein Item Casing ist eine Eisenplatte und eine Stahlplatte. Ich hoffe, wir haben genug Energie dafür. Metal Former, genau. Eine Eisenplatte. Ich hätte vielleicht zuerst die Stahlplatte machen sollen, weil ich weiß nicht, ob wir noch genug Strom für die Stahlplatte haben und das sieht nicht so gut aus. Scheiße. So, eine Eisenplatte. Das sieht nicht so gut aus. Oh, shit. Das war knapp. Das Problem ist jetzt, beziehungsweise, warte, wir haben ja so ein Tool. Flux Transfuser. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Ja, warte, C war das. So. So. C. So. Funktioniert das? Hat nicht funktioniert, ne? Kein Plan, wie das funktioniert. C. Wird Strom draußen? Nein. Ich habe kein Plan, wie das funktioniert. Ja gut. Scheiße. Warte mal, Usage. Zum Glück. Ein Fortschimmer hätte ich gerne. Da. Bam. Dann machen wir es ganz oldschool noch mit dem Hammer.
So. Hallo. Achso. Ich denke mal, das ist ein Lecker, dann blockiert die Maus einfach. So, warte, was sollten wir jetzt nochmal machen? Ach ja, stimmt. Das Handle. Wie ging das? Ah, ein Letting oder so hieß das ja, ne? Bam. Bam, bam, bam. Wir brauchen 2 Iron-Item Casings. Stimmt! Na toll. 1, 2. Wo ist der Hammer? Ganz oldschool ohne Strom müssen wir es jetzt machen. Alter. So richtig oldschool, ne? So, bam, bam. Und no reinforced item Iron Plates. Haben wir ein Lathing Tool. Das werden wir jetzt benötigen. Das kommt hier rein. Und jetzt müssen wir genau, also wirklich genau aufpassen. 4, 3, 2, 2, 2. Wir dürfen jetzt nicht zu viel klicken. Wir machen 4, 3, 2, 2, 2. 4. So. 4, 3, 2, 2. War das nicht oben draufklicken? Braucht irgendwie Strom? Nee, warte mal. Tiny Pile of Iron Dust. Ich hab keinen Plan, ich meine, das war. Naja, egal. Ich mach mal. Ja, komm. Ja. Ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. War das nicht irgendwie so, Iron Turning? Der braucht noch irgendwie irgendwas. Der braucht keinen Strom, oder? Weil das ist ja nirgends eine Stromeinheit oder so. Oder Usage. Training Table, ja. Betting Tool. Und die Tiny Piles, die brauche ich auch nicht. Die werden, die entstehen ja dabei. Wie funktioniert der nochmal? Scheiße. Der Turning Table. Turning Table. Weil das ist das einzige Teil, was jetzt noch fehlt. Genau, ich bin nur das Iron Turning Blank. Brauche ich Erde? Nee. Handle. Recipe, die kriegt man. Mit Iron Plates. Tiny Pile of Iron Dust. Die entstehen ja dabei. Hallo. So, Lighting Tool irgendwie. Nee. Ich habe keinen Plan, wie das Teil funktioniert. Das muss ich dann noch mal schauen. Das geht gar nicht. Ich habe noch ja gut. Dann brauchen wir. Was war das nochmal? Ah ja, stimmt, das war der Laser. Der Mining Laser. Stimmt, das könnten wir jetzt schon mal basteln. Was ist das? Tin Cans, irgendwas? Was ist denn das? Was heißt denn das? Ja, das war so. So. Und so. Wir haben eine Solid Canning Machine. Die werden wir brauchen. Die frisst auch Strom. Scheiße. Da muss gerade mal ganz kurz das hier weg. So, da kommt dann die Solid Canning Machine hin. Den werden wir brauchen, um ja, um Dings zu machen. Warte mal, was stand da eigentlich nochmal? Mal ganz kurz. 100 KU. Was sind KU? 100.000. KU.
Kinetic. Kinetic Units oder so ähnlich. Kinetic Wind Generator. Brauchen wir kinetische Energie oder was brauchen wir? Turning Table. Also braucht er doch Strom. Der braucht so eine... Ich baue das gerade ganz kurz. Beziehungsweise, warte, können wir gar nicht. Der Metal Form hat ja keinen Strom mehr. Ich glaube, wir müssen doch... schick zu... Über die Hälfte ist schon fertig für das erste Szenario. Wir brauchen zwei Shafts. Steam. Electric Kinetic. Manual Kinetic. Ein Eisenchipsatz. Scheiße. Okay. Dann brauche ich gerade mal ganz kurz schnell Strom dafür. Aber wie viel kostet denn das? 200.000, das haben wir nicht. Ich muss also doch gerade noch mal ganz schnell, ganz kurz den Strom einschalten. Ach, jetzt kriegt er auch. Bis das Teil da fertig ist. Jetzt wird der natürlich, ja genau, jetzt kriegt der sehr viel weniger Strom. Dafür kriegt er aber direkt von der MFSU. Und das ist schon ganz gut. Okay, dann brauchen wir, solange wir Strom haben, 8. Kann ich hier mal ganz schnell hier ein paar Platten durchhämmern. Jetzt können wir theoretisch auch das hier schon machen. Egal. Wir machen jetzt so eine Manual Kinetic Machine. So, einen Lever. Haben wir überhaupt einen Lever? Wir haben gar keinen Lever. Was? Ganz kurz. Lever. Haben. Da ist die Maus. Wir haben wirklich keinen Lever. Wow. Das ist, wow. So, und ein Cobblestone. Bam. Okay. So. Dann hier. Quaffenzeit hat mal ganz schnell einen Lever. Bam. Daran soll es jetzt auch nicht hängen. Dann brauchen wir was zu essen. Und bald ist sogar schon meine Aufnahmezeit vorbei. Aber ehrlich gesagt, das kriegen wir sogar noch hin. Wie viel? 60. Ja, gut. Im Prinzip können wir es jetzt, glaube ich, sogar schon abschalten. Ja, wir können es jetzt schon abschalten. Bam. Einmal Energie weg. Jetzt kriegt gar nichts mehr Energie. Bis auf er hier. Und das wird knapp. Aber wir schaffen es noch. Was? Alter, ne? So. Fertig? Nein. Alter, war das gerade eben knapp. So, wir haben die 8 Einplates. So. Ah, zum Glück. Stored 51 RF. Ja, gut. Ja, das Eisenchipsatz. Alter, wie knapp waren das da gerade eben? So, das. Plus das. Übrigens, wenn wir die Wind Generator Generation machen, kann es sein, dass wir gar keinen Strom kriegen. So, Manual Kinetic Generator. Wir brauchen kinetische Energie. Die klatschen mal oben drauf. Bam. Und jetzt bam bam. Wie funktioniert der? Manual. Manual. Ja, gut. Manual. Manual. Switch Lever. Wie powert man den hier? Einfach draufklicken, ne? Ja. 4. Scheiße, was war das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Mining Laser. Was war das nochmal? 4-3-2-2-2. 4. Erstmal ein bisschen aufladen. Leider sehe ich nicht,
Wie viel? Also 4, 3. Na toll. Ich habe keine Ahnung, wie viel Energie ich dadurch generiere jetzt. So, 4, 3, 2. Na toll. So, 2. 2, 2. Na toll. 2. Sehr gut. 4, 3, 2, 2, 2. Wir haben einen Handle. Jetzt haben wir so eine Telefonnummer. 4, 3, 2, 2, 2. So, das können wir auch noch oben reinlegen, falls wir es brauchen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. In der nächsten Folge crafte ich dann den Rest vom Mining Laser. Oder craften wir zusammen. Den Rest vom Mining Laser. Alter. Frisst der scheiße viel. Und scheiße, dass wir den Breaker Switch ziehen mussten. Oh, das tut so weh. Das tut so weh anzusehen. Nein. Warte mal, 9 Millionen. Der frisst doch keine 9 Millionen, wenn das schon zu 62% fertig ist. Aber warte, das sind ja schon Millionen. Ja, doch, kann gut sein. 3 Millionen hat er schon so ungefähr gefressen. Ja, doch, kann, ja, doch, doch, doch. Kann gut sein, dass er 9 Millionen frisst. Autsch. Wenn es da steht, dann muss es auch stimmen. Ich habe jetzt 1,5 Stacks Item Casings. Den Item Casing, ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ich glaube, darf. Ach ja, stimmt. Für die, weißt du was? Wir können es mal so schnell craften. Können wir nicht. Das wäre sehr gut. So. Ich würde mal sagen, das war. Was war das denn gerade für eine Folge? Und warum habe ich noch ein Medium Wire Coil hier noch rumfliegen? Ich weiß es nicht. Warum rede ich so? Ach ja, stimmt, deswegen. Solid Canning Machine hat keinen Strom. Scheiße. Da brauche ich einen MV-Connector, habe ich aber nicht. Egal, Leute. Was war das denn, Leute? Alter. Ich glaube, die Folge ist vorbei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde dann mal sagen, ciao, Leute, wir sehen uns. Bye, bye und ciao. Tschüss, 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 tschüss. I'll never forget this day. I love you.